So, Freunde, willkommen zu Beyond the Meta, achte Folge. Sollte es eigentlich am Montag geben, aber da habe ich Enter the Storm gecastet, weil bei Enter the Storm haben wir jetzt ja die letzten Wochen bei Beyond the Meta uns immer die Qualifier angeguckt oder beziehungsweise die Finals davon. Und jetzt ist eben die Gruppenphase und also das Hauptturnier sozusagen. Und das heißt, dass die Termine ein bisschen anders sind und das ist insofern aber nicht so schlimm, als dass wir letztes Wochenende dafür den ersten Blizzard Qualifier hatten, also das erste so richtig wichtige Turnier des Jahres, bei dem sich Google Shedsond, das alte Virtus Pro mit ein bisschen veränderten Lineup und Team Liquid qualifiziert haben für den Event in Katowice. Und Gerd am Herd war so nett, mir direkt die Replays zur Verfügung zu stellen. Und deswegen gucken wir uns also an, wie Team Liquid sich durchsetzen konnte gegen Navi. Also 2 zu 1 haben die da gewonnen. Nochmal so ein bisschen zu My Insanity, falls euch das interessiert und ihr das noch nicht mitgekriegt haben solltet. My Insanity haben gegen diese Google Shedsond, also das alte Virtus Pro Team 2-1 verloren. Und die haben dann wiederum auch Fnatic besiegt. Also das ist tatsächlich einfach ein starkes Team, das niemand so richtig auf der Rechnung hatte. Ja, und wie gesagt, die haben sich offenbar verdient qualifiziert. Also kann man jetzt ein paar Tage später sagen, nachdem sie nochmal wirklich sehr stark sich gezeigt haben beim Enter the Storm Cup. Aber, also ja, ich muss einfach sagen, mir persönlich kam das andere Spiel noch ein bisschen besser vor, das andere Viertelfinale, nee, Halbfinale um die Qualifikation für das Event in Katowice. Und zwar Team Liquid gegen Navi. Das also gucken wir uns an. Das hat Navi 2 zu 1 verloren. Und ich fand es wirklich einfach sau gut gespielt. Deswegen ist jetzt meine Hoffnung, dass wir das erste Mal bei Beyond the Meta wirklich hauptsächlich darauf eingehen können, was richtig krass gut gemacht war. Während wir in letzter Zeit häufig geguckt haben, okay, was sind die entscheidenden Fehler, die das Spiel entscheiden. Also natürlich muss auch immer ein Team Fehler machen, damit das andere glänzen kann. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass das sehr hohes Niveau war, was da letztes Wochenende gespielt wurde. Nur noch so zur Info drumherum. Die nächsten drei Qualifier kommen jetzt nächstes, übernächstes und das Wochenende danach. Und das Event in Katowice kommt dann anschließend, also in grob einem Monat. Und das bedeutet also ganz viele spannende Heroes-Turniere, die jetzt in nächster Zeit auf uns zukommen. Und das bedeutet natürlich dann auch für Beyond the Meta immer sehr spannende Spiele zum Angucken. Okay, also wir fangen an mit Tomb of the Spider Queen und ich hoffe inständig. Dass ich das jetzt hier alles richtig gemacht habe. Müsste aber eigentlich klappen, glaube ich. Jawohl. Okay. Also, wir gucken nochmal kurz auf die Teams. Einfach, ne, weil sich da ein bisschen was verändert hat. Und zwar ist das Navi-Team inzwischen mit Alex oder um Alex Approji drum gebaut, sozusagen, könnte man sagen. Crosby kam ja von My Insanity quasi. Mene war auch schon länger mit dabei. Gran Parquette war vorher bei Rocket. Und Eternal war auch schon länger bei Navi. Also sehr starkes Lineup, was sie sich da gebastelt haben. Und auf der anderen Seite, aber also die spielen halt jetzt schon ein paar Wochen zusammen. Auf der anderen Seite haben wir Team Liquid, die natürlich quasi spontan sich neu zusammenstellen mussten, weil Lucifer und Vortex gesagt haben, ach, sie spielen lieber StarCraft 2 beziehungsweise hören ganz auf mit E-Sport für den Moment. Aber Lucifer hat das schon öfter gesagt. Ich glaube, der macht jetzt erstmal ein bisschen Uni, ja, aber wird wahrscheinlich auch wieder in StarCraft-Events auftauchen, wäre meine Vermutung. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall natürlich ganz bitter für unsere beiden deutschen Vertreter im Spiel, nämlich Gerd am Herd und Chris, die natürlich dadurch plötzlich ihre beiden Leistungsträger nicht mehr hatten und die haben natürlich dann ein bisschen händeringend suchen müssen für die ersten Blizzard Qualifier, um da jemanden zu finden. Und sie haben sich Shed geholt und Juve. Juve war ja früher bei G2 immer unterwegs als Melee-Assassin. Und er spielt jetzt da offensichtlich Tank. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schräg eigentlich und ist tatsächlich, glaube ich, vielleicht noch so ein bisschen ungewohnt für ihn. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass noch nicht alles glatt läuft. Shed dagegen kommt mir wirklich extrem stark vor. Und ja, ich denke, das werden wir da auch noch sehen. Okay, im Chat wird gerade gesagt, Mene war vorher bei Fnatic, also na gut, ich hab dieses Line-Up schon länger so zusammenspielen sehen, aber ist ja auch egal. Wir gucken also jetzt auf die Teams noch so ein bisschen vom Line-Up her. Was haben wir für Helden und was ist so die Win-Condition? Und wir sehen Tassa da Solo-Support bei Navi. Die haben dafür aber noch zwei dicke Damage-Dealer mit Sylvanas und Rayna. Und
dazu Johanna und Leoric. Und da kann man auf jeden Fall sagen, okay, was die da an Pushing Power haben, ist ziemlich krass. Also sie können zum Beispiel mit Leoric und Johanna zwei starke Solo-Lanes spielen und die anderen drei pushen mit der Sylvanas. Oder sie spielen diese Vier-Mann-Rotation extrem schnell, weil Leoric und Johanna extrem guten Wave-Clear haben. Also die sollten eigentlich es schaffen können, im Early Game einen Vorteil rauszuholen. Später wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil die beiden Tanks relativ hart kassieren werden. Deswegen denke ich, wichtig eigentlich schon für Navi, dass sie am Anfang einen Vorteil mitnehmen aus dieser Phase bis Level 10. Das erste Payment für sie, dann vielleicht mit Sylvanas und Rapunzel pushen, sowas in der Richtung müsste sozusagen ihr Plan sein. Und was das angeht, ist tatsächlich Team Liquid ganz gut aufgestellt, weil sie eine sehr starke Solo-Lane haben mit der Zagara. Oder auch die Sonja kann natürlich im Zweifel auch ganz gut zurechtkommen, aber vor allem haben sie dann natürlich immer die Möglichkeit, wenn die Gegner pushen, mit dem Stitches Hooks zu finden und letztlich die Push-Aggression sozusagen auszukontern. Und später, denke ich, sollten sie überlegen sein in den Fights. Falstad wird sicherlich Mighty Gust spielen. Dazu haben sie die Maw, also zwei gute Disengage-Tools. Das heißt, sie können eigentlich immer warten, bis sie mal einen Hook landen und dann versuchen, das Target zu killen. Also sie müssen wahrscheinlich nicht mal unbedingt den Rainer kriegen. Rainer und Sylvanas sind sicherlich am besten, wobei sie keinen Stun-Follow-Up haben. Also es ist nicht so, dass sie jemanden hooken und den zwingen töten, aber sie werden natürlich dann quasi mit Damage-Vorteil in den Fight gehen. Aber ja, also tatsächlich, weil das Stun-Follow-Up fehlt, kommt mir das Lineup von Team Liquid eigentlich ein bisschen unrund vor. Aber dadurch, dass sozusagen Navi ihnen den Gefallen tun, vor allem Early-Game-orientiert zu picken, denke ich, dass später die Sonja eigentlich nicht mehr einzukriegen sein dürfte. Also die Sonja wird halt einfach später richtig hart vernichten. Wir dürfen gespannt sein, ob Gerd am Herd hier Seven-Sided Strike spielt, um für das Hook-Follow-Up einfach noch ein bisschen mehr Damage mit reinzubringen. Aber ja, tatsächlich der Draft finde ich ein bisschen ungewöhnlich von Team Liquid. Und wir schauen uns mal an, was sie sich dabei gedacht haben und wie gut das aufgeht. Good luck, have fun. Also ich weiß nicht, die richtige Reihenfolge der Spiele kann also sein, dass wir jetzt erstmal den Navi-Sieg sehen oder erstmal einen der Team Liquid-Siege. Das kann ich jetzt nicht vorhersagen. Entaro Tassada. Wir sehen direkt fünfmal hier unten unterwegs für Team Liquid. Wollen also anscheinend, wäre die Vermutung, jetzt entweder auf dem Hook spekulieren direkt oder direkt Creep ausbringen. Ah ja, okay. Oder einfach spekulieren auf dem Hook, beziehungsweise ich denke mal, Juve hat einfach hier dann angesagt, okay, ich wurde gesehen. Gunfa-Kette. Er hat mich mit dem Oracle erkannt. Ja, okay, das kennen wir natürlich schon zu Genüge in diesem Patch. Die Tower wurden im Scaling-Patch nicht mitgebufft, deswegen ist es sehr einfach, die Türme kaputt zu machen. Ja, und Team Liquid wollte offensichtlich die Vier-Mann-Rotation vermeiden und umgehen das, indem sie hier unten gemeinsam pushen und haben direkt zwei Tower rausgenommen. Das hat also schon mal ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, die Vier-Mann-Rotation ist sehr schwierig für sie, weil der Wave-Tier einfach zu krass ist von Johanna und Leoric. Und insofern sehr smart Umgang erstmal von Team Liquid. Mal schauen, dass jetzt hier so weitergeht. Ja, das ist natürlich auch eine Lane, die eigentlich aus Sicht von Navi nicht passieren darf. Wenn die Sonja an den Leoric rankommt, dann passiert genau das, was wir da gerade gesehen haben. Die Sonja faltet den Leoric hart zusammen. Aber das momentan sieht sehr smart gespielt aus von Team Liquid. Hätte mehr ein bisschen aufpassen hier, aber hat dieser Gara noch so hinten dran und kann im Zweifel rausspringen. Sie kaufen hier noch ein bisschen Zeit. Vier Mann die ganze Zeit hier unten. Und auf dem Rest der Map können dann Chris und Lowell hier dominieren. Aber das darf natürlich trotzdem niemals passieren. Also Alex Prodigy lässt sich da abfarmen. Und da verpassen sie jetzt nicht viel, aber ein bisschen XP geht natürlich verloren. Und ja, das war letztlich, denke ich, gut gemacht hier unten, dass die drei Mann vier Mann lange beschäftigen. Also das ist erstmal von Juve Gerd am Herd im Chat gut gemacht, aber vor allem dann auch da oben darf natürlich sich Alex Prodigy nicht so, so weit raustrauen. Und es passiert wieder das Gleiche. Also die Rotation von Team Liquid, die einfach ein bisschen smarter, muss man sagen. Jetzt allerdings hier Juve mit Problemen und da wird er nicht rauskommen. Schöne Bodyblocks von Eternal. Und da kannst du dann nichts machen. Stitches ist da ein bisschen zu massiv für, als dass man da nochmal rauskommen könnte. Ja,
Und aus irgendwelchen Gründen haben sie das jetzt aber gerade aufgegeben gehabt, diese Vier-Mann-Position. Also Team Liquid anscheinend jetzt mit dem Eindruck, okay, wir kriegen die Tower unten nicht, wir wollen aber noch mehr rausholen aus dem Early. Und deswegen jetzt auf die andere Seite der Map mehr Übergewicht gelegt mit Gargara und Karazim auf der Top-Lane. Ganz interessant auf jeden Fall die Rotation von Team Liquid, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist eigentlich keine gute Idee, weil es Early lief eigentlich perfekt für sie. Hätten sie eigentlich nicht mehr machen müssen. Eventuell haben sie das Gefühl, dass sie dadurch die Schreinkontrolle komplett abgeben und dann eben nie bezahlen können und deswegen lieber ein bisschen umstellen wollten. Aber jetzt haben sie natürlich auch hier unten eine ganz gute Paarung. Falstaff gegen Leoric ist okay. Und hier ist halt, wie gesagt, ein bisschen problematisch für sie, weil sie langsamer auspushen. Aber sie spielen halt einfach einen oben und drei in der Mitte. Und Na'Vi müssen sich letztlich immer anpassen, laufen immer ein bisschen hinterher und gucken, wo Sagara und Sonja pushen, weil Sonja Damage einfach so hoch ist. Aber ist die Frage, ob sie das müssen. Also ich denke, Na'Vi hätte vielleicht besser daran getan, einfach zu sagen, okay, wir pushen mit Sylvanas einfach oben durch. Aber sie haben halt ein starkes Early-Game-Lineup. Wahrscheinlich wollen sie nicht so traden, sondern konsequent von sich aus den Vorteilen ausspielen. Aber ja, Team Liquid haben das gut gemacht. Haben jetzt 40 Gems eingezahlt, haben also die Kontrolle über die Schreine behalten, so wie sie das wahrscheinlich wollten. Könnten jetzt sogar bezahlen. Chat versucht hier nochmal 8, aber das wird sicherlich nicht gehen. Und Alex Approji wird da unten seine 18 dafür auch nicht loswerden. Darum geht's halt dann immer auf dem Spider-King. Wer so gegen Level 7 es schafft, als erstes die, also kurz vor Level 7 sieht man, hat man insgesamt genug Gems zusammen. Und das Team, das es dann schafft einzuzahlen, hat natürlich einen krassen Vorteil. Weil man dann halt XP-technisch nach vorne ziehen kann mit dem ersten Objective. Oh lol, wird ja auch nochmal denied. Ja, also das sieht man jetzt wirklich schön, dass beide Teams natürlich genau darauf immer aufpassen, dass das Payment nicht durchgehen kann. Chris hat sich nochmal durchgeschlichen, das ist natürlich sehr schön. Und Crosby ist jetzt low, das ist übel, weil das wiederum bedeutet wahrscheinlich, dass Chat bezahlen kann. Ne, gut, die macht hier nochmal von Grandpa-Kette. Aber LOL verteilt die ganze Zeit hier den Damage, sodass der Druck immer größer wird und irgendwann Chat einzahlen kann. Ja, sehr gut gemacht von Team Liquid, also tolles Teamplay einfach. In der Zwischenzeit Chris unten auch weiterhin einfach mit einer angenehmen Lane für sich unterwegs. Und dann Druck machen gegen Leoric. Und dann haben wir jetzt sozusagen die Aufstellung, die es hätte geben können von Anfang an. Einfach dieses 4 gegen 4. Ja, und ich glaube, da tun sich Na'Vi eigentlich nicht so richtig einen Gefallen mit, das jetzt noch einzugehen. Oh, schöner Hook hier von Yuzo. Aber haben wir gerade schön gesehen, kein Follow-up-Stun heißt, es hat im Prinzip keinen Effekt, dass da der Rainer gehuckt wird. Das hier allerdings, Eternal. Ja, der kommt da auch raus. Yuva hat zwar da schön den Bodyblock angesetzt, aber ein einzelner Stitch ist gegen eine Johanna, die sich ans Doppelbill machen kann, wird da wahrscheinlich das nie kriegen. Und jetzt ist ein Level Vorsprung angesagt für Team Liquid und damit wahrscheinlich früher Level 10 und die Chance, das nächste Payment dann auch über Level 10 sichern zu können. Und das ist für Na'Vi problematisch. Insofern muss Na'Vi jetzt eigentlich einen Kill finden. Oder das Payment. Und sie brauchen noch 30 Gems. Die hätte Alex Approji. Aber Alex Approji wird hier gegen Chris niemals einzahlen können. Das heißt, sie müssten es hier im 4 gegen 4 schaffen. Und das können sie im Prinzip auch nicht hinkriegen. Gerd am Herz sorgt dafür, dass immer ausgepusht wird. Und Sagara hat Vision auf den Schrein. Also wie sollen sie da jemals hinkommen? Heißt also, Team Liquid fühlt sich da sicher. Werden einfach weiter die Position halten. Zusehen, dass sie Level 10 bekommen und dann einzahlen. Unten sehen wir, Chris hat sogar nochmal Zeit zwischendurch seine 10 einzuzahlen. Sie haben momentan nur 40 von 55, aber bis sie Level 10 haben, haben sie wahrscheinlich die 55 zusammen. Oh, das hier ist ein guter Versuch. Also genau richtig von Na'Vi. Sie müssen halt so ein kleines bisschen irgendwie umbauen und Gerd am Herd rafft sofort. Der Gegner versucht zu verschieben auf die untere Seite. Heißt, er muss hinterher schieben und das Payment wird wieder verhindert. Gut gemacht von Team Liquid. Also, wie gesagt, auch guter Versuch von Na'Vi. Sieht so aus wie ein Gank auf Falstaff, aber eigentlich ist das einzige Ziel, dass Alex Approji seine 30 einzahlen kann. Klappt nicht und jetzt ist plötzlich... Oh ja, das war gut gemacht. Gucken wir uns nochmal kurz in der Entstehung an. Level 10 wird erreicht, instant wird geskillt und sofort der erste Kill gesucht. Weil sie haben nur so 20 Sekunden Zeit,
Also es ist echt krass, ne? Es wird jetzt Level 10 gerade erreicht, direkt geskillt, Juve kommt von hier unten und wird dann direkt den Kill machen. Und sie haben, sagen wir, sowas wie 20 Sekunden, bis der Gegner auch Level 10 hat und man dann nicht mehr rennen möchte. Und ja, es wird direkt hier hart gepinkt. Mene wird hier angegangen und Juve kriegt den Backblock. Ist natürlich auch ein Fehler von Mene, muss da über die Mauer springen, aber wahrscheinlich wäre er trotzdem gestorben, ehrlich gesagt. Ah ja, gut gemacht von Team Liquid. Damit ist das Payment eigentlich garantiert. Und sie können sogar vorher noch ein bisschen Damage machen. Es ist nur wichtig, dass sie da nicht sich veräppeln lassen und irgendwie hinter sich einzahlen lassen. Aber Chris passt weiter auf Alex auf. Damit kann da niemand einzahlen. Und Team Liquid können das relativ entspannt angehen. Müssen jetzt allerdings, wo der Gegner Level 10 wird, auch versuchen, das Payment reinzukriegen, weil sonst hat sich das Ganze nicht so richtig gelohnt. Deswegen verstehe ich nicht so richtig, dass Chat hier nicht aggressiver zum Payment gegangen ist. Also hätte sein können, dass es da nicht geklappt hätte. Aber natürlich ist es jetzt so, dass sie zwar das Level-Vorteil noch haben, aber Mene respawnt, heißt, jetzt wäre Teamfight angesagt, wenn sie versuchen zu bezahlen. Und deswegen gibt es jetzt auch Teamfight. Der Teamfight ist gut für sie, weil sie viel weniger Gems haben. Aber es wäre natürlich noch besser gewesen, hätten sie es geschafft, jetzt das Payment noch zu sichern. Und der nächste Teamfight erst gewesen wäre, wenn sie schon Level 13 gehabt hätten. Na gut, wir gucken uns den Fight mal ganz in Ruhe an. Also Crosby wurde gehuckt von vorne weg. Juve hat da ein bisschen Schaden gemacht. Granpa setzt seine Force voll und hilft da ganz gut. Deswegen kommt hier Lowell ein bisschen zu spät. Und gleichzeitig wird Chris hier unten angegangen. Aber zieht jetzt gerade Mighty Gas gegen die beiden. Das ist natürlich erstmal schon ganz nice, weil dann haben sie erstmal kurzzeitig hier eine 5 gegen 3 Situation. Und zwar insbesondere gegen die Johanna, den Tassadar und den Rayna. Und den Tassadar, da werden sie jetzt erstmal nicht angehen können. Der hat aber seine Schilde schon rausgehauen. Und wen sie jetzt auf jeden Fall holen können, ist Crosby, beziehungsweise der ist das Ziel und Seven-Sided Strike ist bereit. Von hinten kommt die Sarah noch, Sagara noch geflankt und kann vielleicht hier die Backline noch ermauern. Also Setup erstmal ganz gut für Team Liquid. Was muss auf der anderen Seite passieren? Wie gesagt, die beiden werden jetzt weggepustet, aber ich denke mal, hier wird sofort das Blessed Shield fliegen, dann sind diese drei gestunt. Crosby wird so ein bisschen disengagen, so in diese Richtung, kann dann hier super die Hyperion drüber schicken, genauso wie man das haben will. Und solange sie es schaffen, wir gucken mal, Oracle ist auf Cooldown, das heißt, sie werden die Sagara nicht kommen sehen. Silence könnte dann auch hier direkt in die Richtung fliegen und die beiden werden dazukommen. Also ich glaube, Navi ist schneller hier wieder sortiert in dem Fight, als Team Liquid das erwarten wird. Also es ist ganz schön gefährlich, die Situation für Team Liquid. Mal schauen, was jetzt Seven Sided Strike machen kann. Ah, okay, sie haben es sogar richtig realisiert und gehen direkt wieder ein Stück zurück, finde ich gut. Und das heißt, es wird weiter gepokt. Sagara macht von oben ein bisschen Roaches rein, Hydras rein. Den Seven Sided Strike finde ich ein bisschen merkwürdig. Völlig unmotiviert eigentlich von Gerd am Herd gezogen. Und Juve zieht jetzt auch noch seinen Ultimate. Damit können sie die Gegner so ein bisschen wegdrücken. Aber sie können ja niemals hier mehr was machen. Also gibt noch mal einen Hook. Sobald 75 Mana da sind, der hat aber noch lange keine 75 Mana. Also im Prinzip kann Juve gar nichts mehr machen. Die beiden unten sind ein bisschen gesund, aber eigentlich können sie da nicht tiefer reingehen. Also eigentlich sollte Team Liquid instant abbrechen. Silence geht da schön rein und Lowell versucht hier zu disengagen. Aber Chris macht unten Druck auf Granpa. Ja, das ist natürlich krass, dass er da den Fallstart noch rausnehmen kann. Also man sieht hier oben, das war eigentlich verloren, aber gleichzeitig hat Chris es tatsächlich geschafft, da unten einfach. Also das ist wirklich einfach. Er gewinnt da quasi 1 gegen 2 den Fight gegen Granpa und nimmt den raus. Während seine Teamkameraden eigentlich 4 gegen 3 verlieren und disengagen müssen, weil die hier wirklich in einer katastrophalen Position sind und wie gesagt ihre Ulti-Design total wasten. Also Chris geht jetzt einfach hin und sagt, guck mal, hier ist ein Tassadar da. Ich töte den Tassadar da, ich töte den Tassadar da. Tschüss! Und der gegnerische Heiler ist einfach tot. Das ist schon sehr nice gemacht von Chris. Und also die haben letztlich Glück, dass sie hier rauskommen. Und das ist natürlich super jetzt für Team Liquid, weil natürlich das Payment jetzt angegangen werden kann. Juve geht direkt hin, pinkt auch sofort. Ey, LOL, komm mal ran. Pay du mal auch, weil dann haben wir genug. Crosby muss aufpassen hier, wird also wahrscheinlich nicht denyen können. Und das heißt, es fehlen nur noch zwei. Ärgerlich, dass da noch zwei fehlen. Hätte Chat unten auch schon bezahlen können, macht er jetzt wahrscheinlich erst. Ah, nee, okay. Oben hatte Gerd noch genug. Also bis jetzt kann man sagen, von Team Liquid strategisch sehr gut gespielt. Hier am Anfang diese Rotation nach unten, haben sie Navi ein bisschen überrascht mit. Also wahrscheinlich dachte Navi, okay, die spielen Sagara unten, easy life, aber Sagara war nie auf der Solo-Lane, sondern immer mit dem Team zusammen.
denke, das war ein bisschen unerwartet, weil das natürlich heißt, dass die immer zu viert auch pushen können. Und jetzt, wie gesagt, schöne Einzelaktion einfach von Chris, der da im Prinzip den Fight gewinnt. Oh, das ist jetzt sehr gefährlich natürlich. Zwei Leute hier unten gefangen. Alex Approji mit 40 Gems. Wow, okay. Das ist natürlich eine Katastrophe. Jetzt müssen die anderen versuchen, die 40 Gems zu bekommen. Dann Parkette stirbt dafür auch noch. Und das war richtig übel. Also da, man sieht hier noch die 20 Gems rumliegen. Also Team Liquid schafft es zu bezahlen und noch so eine Falle zu machen. Da sollten wir uns auch nochmal angucken, wie sie das aufgebaut haben. Also das Payment ist ja klar. Nach dem Fight wissen Navi, okay, die bezahlen jetzt. Und wir müssen dann defenden. Ist aber eigentlich alles kein Problem. Also wie gesagt, es ist insofern problematisch, als dass sie. Ah, shit. Was habe ich jetzt gedrückt? Was macht. Oh. Macht O, wir gehen auf Kaldor. Auf Observer könnte tatsächlich sein, ne? Also. Navi ist jetzt klar in dem Moment, okay, Payment ist abgeschlossen, unsere Leute respawnen, wir defenden alles easy. Wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, weil sie sind im Late Game wahrscheinlich nicht so super gut. Insofern, also es ist halt ein bisschen Mano-Mist, wir sind hinten und so. Aber eigentlich sollte sie das nicht davon abhalten, einfach Safe zu spielen. Es gibt es auf manchen Maps, wie zum Beispiel auf Cursed Hollow auch, das eine Fort, immer ein Fort oder häufig ein Fort, was so ein bisschen exponiert ist. Wie hier ist das halt, auf dieser Map ist das ganz klar das hier unten. Und das ist auf beiden Seiten so. Da kann mich hinten reingelaufen werden durch den Schacht hier. Genau das macht Juve natürlich. Aber das weiß Alex Approji. Das muss ihm natürlich klar sein. Und er denkt, mit dem Leoric ist er relativ safe. Er hat allerdings hier nicht sehr defensiv geskillt. Also man kann ja doppelt Wraithwalk skillen, dann hat er wahrscheinlich gute Chancen rauszukommen. Und ja, wir sehen, Juve geht hier erstmal noch in die Wave, nimmt die raus. Und jetzt, ich glaube, direkt danach Gerd am Herd realisiert schon. Also man sieht es hier. Gerd am Herd läuft direkt los und ich denke, er wird das hier gerade angesagt haben. Juve wird dann jetzt auch mounten und hier mit reinlaufen. Und das ist natürlich. Also ist hier schon vorbei für Alex Approji. Er wurde da gesehen. Die Gegner, defenden eigentlich das mit vor. Und hier hinten ist er einfach viel zu weit draußen. Da darf er einfach nicht sein, wenn er nicht weiß, dass seine Teamkameraden kommen können. Wenn jetzt seine Teamkameraden hier aggressiver stünden und sehen würden, dass Juve da runterläuft. Also wir können ja mal uns die Vision angucken von Navi. Die wissen davon nichts. Die wissen nur, dass hier ein Falstad ist und denken, ja, locker hier. Aber in Wirklichkeit sieht es so aus. Und das darf halt nicht passieren. Alex Approach geht sogar wirklich ganz aggressiv noch raus, benutzt dann direkt sein E und das ist einfach eine schöne Falle. Wirklich toll gespielt von Team Liquid. Und Gran Parkette kann da auch nicht viel machen. Hätte da für meine Begriffe früher sein E ziehen und rauslaufen müssen. Also wenn er hier direkt sein E zieht und hier hinläuft, kommt er vielleicht raus. So geht Gran Parkette auch noch hier komplett in die Katastrophe und stirbt auch direkt. Und damit werden natürlich sämtliche Gems dagelassen. Und jetzt ist tatsächlich schon fast vorbei für Navi. Weil Team Liquid haben jetzt zwei Level Vorsprung und können jetzt hier noch Gebäude kaputt machen. Und ein Großteil der Gems. Chris will noch einen haben. Das sind die eigentlich super übertrieben. Lieber jetzt pushen. Ja, okay, brechen auch ab. Also, wenn sie jetzt mit den Webbrugern mitpushen, dann nehmen sie noch irgendwie zweimal die Keep-Roll raus und haben dann Level 15 und können dann einfach warten auf Level 16 und von da snowballen. Das ist halt ein relativ einfacher Gameplan so. Den Vorteil mitnehmen. Die Gems haben sie auf der hohen Kante auch schon. Sie können wahrscheinlich dann gleich direkt nochmal bezahlen und sind dann eigentlich sicher im Ziel. Sie haben es jetzt nicht geschafft, aber ich denke, das liegt tatsächlich an dem Chase zum Teil. Wenigstens eine Keepwall kaputt zu machen, das ist ein bisschen ärgerlich für sie, weil der Vorteil ist natürlich da. Und Navi wollten eigentlich mindestens zweimal hintereinander einzahlen können, aber haben jetzt gerade da 40 Gems verloren und dadurch natürlich jetzt keine Möglichkeit. Also sie können es halt einmal machen und hätten dann wahrscheinlich auch bald genug zusammengespart für ein zweites, aber sie haben natürlich da trotzdem ein Payment einfach verloren. Ja, das ist auch wieder super von Team Liquid. Die lassen jetzt überhaupt keinen Platz. Sie sagen letztlich, wir haben Talent Lead, wir schenken Navi jetzt nichts. Schöner Hook nochmal von Juve, aber gut, spielt letztlich keine Rolle natürlich. Ist einfach so ein kleines bisschen Poke Damage, schadet nicht, aber wird auch wieder direkt gepinkt. Ey, lass mal nicht jetzt die bezahlen. Und Chris geht direkt hin und passt auf. Ist auch wieder schön gemacht.
Gems haben sie noch nicht ganz genug, müssen noch mal ein bisschen was reinholen. Und ich glaube, mit denen da reicht's. Und dann haben sie es geschafft, genau vor Level 13 nochmal einzubezahlen. Also genau in dem Moment, wo der Gegner wieder gefährlich wird, weil die gleiche Talente jetzt da bestehen. Oh, was ist denn das hier? Mega Smash auf dem Stitches. Das ist ja interessant. Völlig verrückt, der Juve. Na gut, also direkt wieder das Payment. Und damit müssen sie im Prinzip nur warten, bis sie Level 16 haben. Oh, schön nochmal von Juve. Also Alex the Prodigy hat sich hier am Anfang schon mehrfach erwischen lassen. Und hier am Ende auch wieder zwei, dreimal. Diesmal allerdings geht es gut für ihn, weil seine Teamkameraden alle da sind. Oh, Juve möchte aber trotzdem noch rein. Schöne Maul von Chad. Aber letztlich können sie da nichts machen, weil also schon allein dahin zu laufen war schon ein bisschen riskant. Der Hook war gut, aber dann hier hinterher zu laufen war zu viel, weil sie wollen eigentlich nur Level 16 werden und das Ganze safe runterspielen. Sobald sie Level 16 werden, ist eigentlich der Sieg ihnen nicht mehr zu nehmen, also solange sie halt nicht mehr reinfielen. Insofern das Positioning jetzt hier sehr gut. Der Gegner ist in der Mitte, sie laufen einfach weg, pushen unten. Versuchen nochmal einen Hook, klappt nicht, egal, wir machen weiter hier unten. Und jetzt ist Level 16 erreicht und sie haben noch ein Dreiviertel Red Weaver. Heißt, damit können sie jetzt pushen und das ist jetzt ganz, ganz schwer für Navi, weil sie haben kaum AOE-Damage, außer den beiden Tanks. Das heißt, die Tanks müssen reingehen, aber die Tanks kassieren natürlich von der Sonja ohne Ende. Und ja, insofern können sie da nicht viel machen. Boah. Und Juve kriegt nochmal den Hook. Das ist natürlich, den gucken wir uns auch nochmal an, weil der darf halt auf keinen Fall passieren. Das ist wirklich Epic Fail von Crosby letztlich. Hä, da ist er schon tot. Nee, okay, da ist Crosby. Also die Anzeige hier oben ist falsch. Ist natürlich ganz schwer für Crosby. Der muss hier versuchen, Damage zu machen. Hyperion hat da schon gezündet, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also die Anzeige hier ist komplett verbuggt durch das Zurückgehen. Aber gut, er muss jetzt halt ein bisschen vorlaufen. Möchte eigentlich hinter dem Fort gerne stehen, aber sobald, oder hinter dem Keep, aber sobald das fällt, muss er hinter den Turm oder hinter seine Tanks. Ist auch wieder so eine Teamplay-Sache. Alex the Prodigy müsste eigentlich da stehen oder die Johanna da sein, damit der Rainer Damage machen kann. Weil Juve wird hier hinten, der hat natürlich jetzt Longer Inchuck, der wird sich jetzt gleich hier hinstellen und durch diese Engstelle durchschießen. Das ist halt der einzige Winkel, den er hooken kann. Insofern muss dieser Winkel quasi beschützt werden. Da muss dann irgendjemand stehen, dem es nichts ausmacht. Also Tassa da geht oder die beiden Tanks. Und ich glaube, Juve wird einfach nur reingambeln und Alex läuft aus der Lücke raus. Das darf halt dann einfach nicht sein. Ah ne, okay, also es ist von beiden Fail. Alex läuft einfach weg und lässt letztlich Crosby quasi sterben und Crosby läuft vor in die Engstelle rein, fängt sogar noch die Banning. Also das ist tatsächlich von beiden einfach Fail und natürlich von Juve alles richtig gemacht. Also man hat halt diesen einen Winkel, er hat Hookup, er probiert den einfach zwischendurch, ist dann auch egal, wenn er Alex the Prodigy kriegt, kriegt der halt 80% Damage, ist auch gut, aber es ist halt genau die Phase, in der sie jetzt quasi das Spiel gewinnen können und da kann man einfach nochmal einen rauswerfen. Na gut, er kriegt den Rainer. Rainer ist natürlich Best Case, der hat auch noch so viele Gems mit dabei, das ist für Navi die absolute Katastrophe. Jetzt können sie sogar überlegen zu finishen, aber sie wollen es lieber safe spielen. Ah, bin ich mir nicht so sicher, ob ich das so richtig finde. Also das war natürlich, also alter Schwede, ne? Habt ihr das gesehen? Ich wollte es ja nicht so sagen, ne? Aber Junge, was ist das für ein Move von Chris? Das ist eine Todeskatastrophe. Er hat am Anfang ja sehr schöne Moves gemacht. Und ich denke, also wir gucken mal, wann er losfliegt. Jetzt fliegt er los und denkt sich, okay, da oben ist keiner, kann ich locker hinfliegen. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, hier hinzufliegen. Also irgendwo, wo man ein bisschen weiter hinten ist. So hat er ja sogar Glück, also er weiß bei vielen Leuten nicht, wo die sind. Ne? Könnte auch sein, dass Alex the Prodigy gerade auf dem Weg dahin ist oder Mene da direkt hochgelaufen ist. Dann wäre er da instant tot. So ist es so, er wartet sogar auch noch zu lange. Also er sieht ja die Cernel, stellt fest, oh, ich war ein bisschen weit vorne, ups. Aber macht ihm gar nichts, er bleibt einfach da. Und dann sagt Alex the Prodigy, lol, was ist denn mit dem Falstad, Junge? Eternal, mach mal jetzt hier, hallo, mach mal Ulti. Und Mene kommt, wird auch angerufen. Und ich meine, das ist halt viel zu einfach. Natürlich werden da die Leute reagieren. Also ich weiß nicht, was sich da Chris gedacht hat, was die Gegner machen. Aber natürlich, den Falstad, der gerade geflogen ist, liebend gerne hauen die den um. Er dachte vielleicht, mit Mighty Gust bin ich immer safe.
Aber also gegen Johanna und Leoric, die beide immun sein können gegen Mighty Gust, ist das schon äußerst optimistisch. Naja. Das Schlimme ist, solche Sachen, das ist genau so eine Sa Sache, wie sie gestern Mindsanity ihr Spiel gekostet hat gegen Virtus Pro. Man hat so ein Line-Up, womit, oder also in diesem Fall ist es eher die Map, eine Map, die krass snowballt, und man hat das Spiel sicher gewonnen. Man darf nur keine Scheiße bauen. Und das ist halt genau die Art von Scheiße, die den Gegner wieder zurückholt, weil die können jetzt Level 16 holen. Und bevor dieser Fight hier noch ein bisschen unübersichtlicher wird, muss ich noch darauf hinweisen. 12 Gems hat Team Liquid. Sie haben 13 eingezahlt. Heißt also, es dauert ewig, bis sie die 60 wieder oder 65 zusammenkriegen, die sie brauchen. Das heißt, sie haben Ewigkeiten kein Payment. Und das macht es unheimlich leicht für Navi. Die haben nämlich noch locker genug. Die können jetzt einfach hinten stehen und warten, bis Level 16 in ihre Basis getragen wurde. Sobald Level 16 da ist, können sie einen Teamfight nehmen und bezahlen, wenn sie gewinnen. Das heißt, es hängt nur noch von einem Teamfight ab, den sie mit ausgeglichenen Talenten gewinnen müssen. Besser wird es nicht mehr für Navi. Und das hat Chris ihnen gerade geschenkt. Die Alternative wäre Level 17 gegen 14. Es dauert noch ewig, bis Level 16 erreicht wird. In der Zeit kriegen sie ein nächstes Payment zusammen oder kriegen irgendwann einen Hook und gewinnen das Spiel einfach über den Vorteil, den sie haben. Warum Navi jetzt hier zu so vielen rumlaufen, ist mir nicht. Nee, okay, ich nehme es zurück. Ich denke, sie wollten bezahlen noch mit Level 16 gegen 15 gegen 17, was halt risky ist, aber sie haben halt genug Gems, kann man machen. Und sie sind halt gerade 5 gegen 4. Das ist der Punkt. Chris respawnt jetzt gerade erst. Wenn sie jetzt allerdings sich hier abfarmen lassen und Chris noch dazu fliegt, dann ist natürlich sofort Katastrophe. Ach, Elixir Prodigy, was ist das denn? Der Suizid einfach von Elixir Prodigy. Und Chat möchte gerne noch eine Mauer setzen, um das Spiel direkt zu entscheiden, aber gut. Also, natürlich hat Elixir Prodigy einfach gesagt: Okay, ich opfer mich, seht zu, dass ihr safe wegkommt. Aber, also muss ich sagen, sein Leoric ist ja eigentlich ziemlich bekannt. Also, er spielt einen sehr starken Leoric, aber für meine Begriffe hat er in dem Spiel zu oft reingefeedet. Also, ist ja wirklich anerkannt einer der besten Tankspieler in Europa, wahrscheinlich, oder viele sagen, würden sagen, der Beste. Und gerade auf Leoric. Aber das war für meine Begriffe jetzt in dem Spiel schon zu viel Fails. Also hat sich da von Chris und Lowell mehrfach ziemlich abfrühstücken lassen. Und dann diese 50 Gems, die er da unten verloren hat, waren auch eine Katastrophe. Na gut, also wie gesagt, sie konnten sich jetzt einfach zurücklehnen und warten auf Level 16 und dann bezahlen. Das hat Chris ihnen gemacht, dieses Geschenk. Dass sie jetzt einen Teamfight bekommen mit Level 16 gegen 18 mit ausgeglichenen Talenten. Und Team Liquid macht es richtig, versuchen vorher noch so viel einzuzahlen, wie geht. Das ist auf jeden Fall smart. Und jetzt ist Level 16 erreicht. Jetzt möchte Navi kämpfen. Sollte eigentlich heißen, Team Liquid haut ab. Die brauchen jetzt nämlich nicht fighten, also sollten sie zusehen, dass sie eine möglichst gute Situation haben. Und das bedeutet, Hook. Ne? Sie wollen eigentlich irgendwo hier stehen, die Gegner wollen bezahlen, sie haben hier überall Creep liegen, das ist auch wunderbar organisiert. Und sie hooken einfach die ganze Zeit und hoffen, dass sie irgendwann einen kriegen. Chat ist hier natürlich viel zu weit vorne, aber es ist natürlich ein schöner Creep-Tumor, den er da legt für mega strategische Möglichkeiten und so. Hier wird wahrscheinlich nur Juve engaged, das ist also nicht so schlimm. Ist so ein bisschen die Frage, ob Lowell hier gerade große Augen kriegt. Wenn Lowell jetzt auf die Idee kommt, hier Crosby zu engagen, dann ist es richtig schlecht für Team Liquid, weil Chat also unmöglich weit weg ist. Also der kann dann eigentlich nicht eingreifen in den Fight. Und Lowell hat sein Disengage-Tool dann auf den Engage verschwendet. Aber ich denke mal, sie werden umdrehen. Und genau das machen sie auch. Ja, und wie gesagt, jetzt einfach hinten bleiben, hucken. Hinten bleiben, hucken. Sie brauchen gar nichts machen. Unten, nee, dann pusht noch das Hardcamp aus, bedeutet weitere Zeit für sie. Und dann wird es halt bald schon ein bisschen knapp, weil es fehlen nur noch 15 Gems für Team Liquid. Das heißt also, Navi muss jetzt aktiv werden. Und Eternal hat 50, das ist natürlich toll. 50 Gems. Warte mal, Gerd am Herd. Ich finde ja immer gut, dass Gerd am Herd mit seinem Heiler ein bisschen mehr macht als die meisten anderen Heiler, ne? Aber das hier, ich glaube, wenn das jetzt gut koordiniert wird, ist er tot. Silence.
Stun. Und nochmal ein Stun vom Rainer. Ist halt einfach tot. Also weiß ich nicht, aber ist halt ganz schön weit bis da oben. Sehr schöne Force Wall von Gunpowerkette, sodass Gerd am Herd nirgendwo hinspringen kann. Gerd am Herd kann allerdings unten auf eine Creep Wave springen. Aber es ist so gepinkt, dass ich jetzt sagen würde, den lassen sie jetzt hochgehen, oder? Oh, wird Crosby da gehuckt? Nee. Für meinen Begriff Riesenfehler, dass hier nicht der Stun und der Stun direkt kommen. Ah, okay, Penetrating Round Stun ist auf Cooldown. Also da hätte Instant Silence und Stun fliegen müssen, dann ist Gerd am Herd tot. Weil er springt dann ja auch nicht mehr raus, wenn er da gesilenced wird. Da hat Navi einfach die Chance nicht rechtzeitig erkannt. Also das ist halt auch oft so, wenn man dann so am nach hinten, also wenn man hinten liegt und so weiter, dass man dann einfach nicht die Balls hat, da so eine Snap Decision zu treffen. So, Gerd am Herd ist zum Brunnen gegangen. Sein Team engaged trotzdem und in Gunpowerkette stand jetzt richtig schlecht hier. Lag allerdings daran, dass er da oben diese tolle Force Wall gesetzt hat. Also ist so ein bisschen Follow-up-Problem. Chris rollt raus. Und dann ist hier eigentlich keiner mehr, der Damage macht. Also da müssen sie eigentlich wieder ein bisschen disengagen und zusammenkommen mit ihrem Heiler, glaube ich. Weil Chris kann hier gleich keinen Schaden mehr machen. Lowell kann hier nochmal reinspringen. Ach, und Mien ist da gerade reingesprungen, war. Das heißt, Crosby ist alleine hier und kann engaged werden von Lowell. Ja, das ist natürlich toll für Team Liquid, dass da Crosby jetzt einfach auseinandergerissen wird. Das gewinnt halt wieder. Das ist so ähnlich wie vorhin diese Situation, wo hier Chris sich entscheidet, ey, ich töte den Tasser da. So entscheidet sich hier Lowell, ey, ich töte den Rainer. Und der Rainer kann nichts machen, hat Penetrating Rounds nicht auf Cooldown. Kriegt jetzt zwar Hilfe, aber es ist zu spät. Er hat seinen, wie heißt das nochmal, seinen Adrenalin-Rush schon verbraucht. Ist einfach vorbei. Aber ist krass. Also nur um das mal zu rekapitulieren nochmal. Team Liquid hat das die ganze Zeit geil gespielt. Also wirklich einfach strategisch ganz viele tolle Moves gemacht. Auch dieser Gank da nach unten. Also erstens, diese Rotation, wie sie das Early Game gespielt haben, war sehr smart. Da haben sie Navi ein bisschen outsmartet. Dann diese Falle, wo sie mit dem Payment hier unten den Leoric von Alex Eplogy einsammeln und die ganzen Gems einsammeln. Das war auch sehr, sehr gut. Dann haben sie 17 gegen 14. Das Spiel ist quasi gewonnen. Und Chris sagt, Leute, ich mach mal Suizid. Und schenkt ihnen damit diesen Fight, den sie jetzt gerade hatten, mit 16 gegen 18. Und jetzt stellt euch vor, also das ist halt, ne, einfach dämlich, dass man dem Gegner nochmal eine Chance gibt, okay. Dann spielt es aber Team Liquid schön weiter. Aber diese Situation hier gerade, Gerd am Herd, wenn der Gegner, also das alte Navi wäre, also nicht, dass das jetzige schlechter ist, aber das alte war so sehr explosiv. Wenn er so ein extremes, explosives Team gegen sich gehabt hätte, die absolut confident in diese Sache reingehen, dann wird er da gewonshottet und Navi kann einzahlen. Und dann ist es plötzlich so, dass die hier die Wall kriegen und wahrscheinlich das Four, hier die Wall und das Four und hier die Wall und das Four. Und dann ist es plötzlich Level 19 gegen Level 19. Das Spiel ist fast ausgeglichen, abgesehen davon, dass hier unten das Keep fehlt. Und das war nur das Fehlen der Entscheidung, hier Gerd am Herd direkt zu one-shotten. So gibt es dann danach die Möglichkeit für Lowell, diese gute Entscheidung zu machen, ich töte einfach Crosby. Und dadurch gewinnen sie den Fight und dann das Spiel. Und sie hätten halt noch zwei, drei Fights gehabt, die sie hätten verlieren können. Weil Team Liquid war halt einfach weit vorne. Deswegen hätte Navi noch mehrere Fights gewinnen müssen für sich. Aber Team Liquid hat sie wieder ein bisschen reingelassen, was einfach nicht nötig war. Aber das war quasi der einzige Fehler, der passiert ist. Dieser eine Move von Chris. Und das ist halt krass, dass Heroes inzwischen auf so hohem Niveau gespielt wird, dass ein so ein Fehler den Gegner auf jeden Fall wieder zurück ins Spiel holen kann. Und also, das muss man sich letztlich auch in der Solo-Queue klar machen. Wenn man die ganze Zeit so ein dominantes Spiel hat und alle schon am Party machen und Sektkorken fliegen lassen sind und so, es kann ein so ein Fehler reichen, um den Gegner, wenn der dann gut zusammenspielt, wie das natürlich in den Turnieren ist, um den Gegner wieder zurückzuholen. Und ja, da muss man sich immer zusammenreißen. Nicht einfach. Na gut, das war eine schöne erste Map. Machen eine kurze Pause und dann gehen wir in die zweite. Bis gleich.